Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quick-Tipp am Montag. Und der 1176 Kompressor von Universal Audio ist sicherlich einer der berühmtesten und bekanntesten Kompressoren in der Audiogeschichte. Das liegt zum einen daran, dass er sehr universell einsetzbar ist, also auf wirklich jedem Signal funktioniert. Auf der anderen Seite klingt er einfach auch gut und ist wirklich sehr musikalisch einsetzbar. Und das ist das Tolle daran. Toll ist aber auch, dass er mittlerweile so eine Legende geworden ist, dass viele DAWs mittlerweile auch in den Standard-Plugins eine Emulation vom 1176 dabei haben. Das heißt, man muss gar keine teuren Dritt-Plugins kaufen, sondern hat ihn sogar an Bord. Studio One hat zum Beispiel in dem FAT-Channel seit Version 3.5 auch einen 1176-Klon drin, was ich wunderbar finde, denn ich benutze den 1176 regelmäßig auf meinen Vocals zum Beispiel, standardmäßig. Und da habe ich eine Standardeinstellung, die ich vor Jahren mal gelernt habe von einem Audio-Guru, die habe ich ausprobiert, festgestellt, funktioniert, Bombe, und seitdem habe ich sie auch nie wieder geändert, sondern benutze sie regelmäßig auf meinen Vocals, nicht nur auf Gesang, sondern auch auf Sprache funktioniert es wunderbar. Das heißt, die Sprache, die du jetzt gerade hörst, ist auch mit einem 1176 versehen, der genauso eingestellt ist wie das, was ich dir gleich zeige. Das Tolle ist, wir hören uns das heute nicht nur an, also ich zeige dir nicht nur, welche Einstellungen ich mache, und wir hören uns nicht nur an, was dabei passiert, sondern ich kann dir auch an der Wellenform zeigen, was der 1176 tatsächlich mit der Wellenform, also mit dem Audiosignal macht. Das heißt, wir hören es nicht nur, sondern wir können es uns auch anschauen, was er damit macht. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Zunächst aber hören wir einmal in das Ausgangsmaterial. Ich habe hier unseren Community-Song, den wir im Moment bearbeiten. Falls du nicht weiß, wovon ich rede, kann ich dir oben einmal einen Link einblenden. Da kannst du mal reinschauen, worum es da genau geht. Wir schreiben einen Song zusammen. Und hier sind jetzt die Vocals, die ich bearbeiten möchte. Ist noch kein Kompressor drauf. Dementsprechend hören wir einfach mal rein, was jetzt der Status quo ist. Und da kann man schon hören, dass die Heart of Rock'n'Roll, das sind sehr laute Vokale und sehr laute Anteile in der Stimme, die gut rausstechen. Auf der anderen Seite ist das Juhu sehr leise und dementsprechend ist das weniger gut zu hören. Das kann man hier auch an der Wellenform sehen. Ne? Hier sind die lauteren Teile. Heart of Rock'n'Roll sticht hier in der Wellenform stark raus und das Juhu hier hinten ist dann doch eher der leisere Teil. Und genau darum geht es ja bei einem Kompressor auf den Vocals. Man möchte dafür sorgen, dass die lauteren Teile ein bisschen eingefangen werden, ein bisschen angeglichen werden an die leiseren Teile, und dann kann man das Signal insgesamt ein bisschen lauter aussteuern und hat dann ein bisschen weniger Dynamik, zwar im Signal, aber dafür bleiben die Vocals auch stabiler vorm Song stehen. Wie stelle ich also jetzt meinen Kompressor an? Ich mache mal hier den FAT-Channel auf, und man kann hier auf der rechten Seite schon sehen, da ist diese Auswahlbox, und da kann man dann auswählen den Standardkompressor, den Tube-Kompressor, das ist ein LA2A-Klon, und eben den FAT-Kompressor, das ist der 1176. Und der ist hier auch im Prinzip 1:1 nachgebildet, das heißt auch alle Regler sind genau da, wo sie sind, und alle Regler machen auch genau das, was sie sollen, das ist das Tolle. Also er klingt vielleicht nicht bis auf den letzten Transistor und Transformator genauso wie ein Original 1176, aber zumindest das Funktionsprinzip ist genau das gleiche wie beim 1176, und deswegen kann man diese Einstellung hier auch wunderbar anwenden. Wie stelle ich jetzt meinen 1176 ein für Vocals? Ich benutze normalerweise die Attack-Zeit, die stelle ich immer hier genau mittig ein. Beim 1176 ist es so, dass Rechtsanschlag vom Knopf nicht die langsamste Einstellung ist, sondern die schnellste Einstellung. Das heißt, man regelt von langsam links außen nach rechts rum zu schnell hin. Das heißt, hier stelle ich jetzt mal die Attack-Zeit auf die mittlere, und die Release-Zeit stelle ich dann aber auf die schnellste Möglichkeit ein. In diesem Fall hier 50 Millisekunden. Das heißt, er soll relativ gemächlich für seine Verhältnisse, ist ein relativ schneller Kompressor, aber er soll relativ gemächlich auf das Signal reagieren, das komprimieren. Wenn er dann aber komprimiert hat, soll er ganz zügig wieder zurückregeln und die Kompression wieder aufheben, damit die leisen Teile auch direkt wieder angeglichen werden an die anderen. Und das geht nur, indem ich die Release-Zeit beim 1176 möglichst schnell einstelle. Kompressionsverhältnis, die Ratio 4:1. Standard bei mir, und jetzt geht es nur noch darum, dass ich die Kompression auch einstelle. Dass da der 1176 keinen Threshold-Regler hat, wie andere Kompressoren, muss man das über die Einstellung von Input und Output regeln. Das heißt, ich muss beim Input so lange reindrehen, also das Eingangssignal so lange aufdrehen und verstärken, bis die Kompression hier mir im VU-Meter angezeigt wird. Das ist ja hier erfreulicherweise auch mit verbaut. Da gucke ich, dass die Kompression ungefähr bei -5 bis -7 dB ist. In dem Rahmen sollte man eigentlich die größte Schwankungen bei einem Vocal abfangen können. Und dann muss ich nur im Gegenzug dafür auf der anderen Seite, wenn ich vorne viel reingebe, muss ich beim Output-Regler ein bisschen zurückregeln, damit das Signal nicht übersteuert und zu laut wird. Den Prozess schauen wir uns jetzt einfach mal an. Also die Attack-Zeit auf die Mitte eingestellt, die Release-Zeit auf den schnellstmöglichen Wert, 4:1, und dann regeln wir jetzt einfach mal, ich aktiviere ihn mal, dann gucken wir mal, wie wir es am lebenden Objekt einstellen müssen, damit das Signal ordentlich komprimiert wird. Los geht's. My heart was rock and roll, my heart was rock and roll.
Yeah, my heart is rock and roll. My heart is rock and roll with you. Gucken, wie viel wir haben. Although I'm growing old, my heart ain't feeling old and blue. Von vorne. And my heart was rock and roll. My heart was rock and roll with you. Ein kleines bisschen mehr vielleicht noch. Yeah, my heart is rock and roll. My heart is rock and roll with you. Although I'm growing old, my heart ain't feeling old and blue. Wieder noch ein bisschen laut, ich drehe es noch ein bisschen runter hier, aber im Prinzip ist es das. Ne? Damit haben wir jetzt also eine Kompression von minus 5 bis minus 7 dB bei den lauten Stellen erzielt. Auf der anderen Seite konnten wir das Signal dann entsprechend auch ein bisschen im Pegel noch anheben, ne? Im Input mehr reingegeben, im Output noch ausgeglichen. Das heißt, insgesamt sollte das Signal ausgeglichener sein von der Dynamic Range. Die dynamische Abteilung wird dann halt eingeschränkt, der dynamische Umfang, aber genau das ist es ja, was wir wollen, ne? Damit eben keine lauten Teile rausstechen, keine leisen Teile untergehen. Und das ist das Ergebnis, ne? Super einfach einzustellen. Attack-Zeit auf mittleren Wert, Release-Zeit möglichst schnell 4:1 und dann einfach nur noch mit dem Input so weit regeln, bis man 5 bis 7 dB Kompression hat. Wir hören noch mal kurz rein. Das Juhu säuft jetzt überhaupt nicht mehr ab, ne? Perfekt. Und ich habe dir ja versprochen, dass wir uns nicht nur anhören, wie das Ganze klingt, sondern wir schauen uns das auch an, wie das geht, wie das genau aussieht, was der Kompressor macht. Das geht bei Studio One sehr einfach, denn man kann die Plugins nicht nur im Kanalzug benutzen, sondern man kann sie auch auf das Event selber, auf das Audio-Event anwenden. Und das machen wir jetzt mal. Ich nehme einfach mal das Plugin, den Fat Channel, den wir gerade eingestellt haben, ziehe den hier über das Audio-Event und wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, dann schreibt er, dass dieses Plugin jetzt nur noch auf dieses Event angewendet wird. Und das mache ich jetzt mal. Ich lasse jetzt mal los. Bupp. Und dann geht der Kompressor wieder auf. Und hier unten links, da wo jetzt mein Bild drüber ist, da geht hier dieses Event-Effekt auf. Und ich kann jetzt hier einfach noch weitere Effekte hinzufügen, aber wir haben den Fat-Channel ja jetzt hier addiert, haben den hinzugefügt und jetzt kann ich hier einrechnen lassen in die Audioform, also in das Audio-Event, was dieser Kompressor macht. Und das machen wir jetzt mal. Ich mache das Bild mal hier aus und wir schauen uns einfach mal an, was tatsächlich mit dem Audiosignal passiert, wenn ich jetzt hier einrechne. Ich klicke mal drauf und los geht's. Er rechnet. Bupp. Und schon siehst du, dass die Wellenform sich deutlich geändert hat. Ne? Die lauten Teile sind bei weitem nicht mehr so laut, dafür sind die leisen Teile etwas lauter geworden. Insgesamt ist genau das passiert, was der 1176 machen sollte. Die lauten Teile aus ein bisschen runterfahren und die leisen Teile entsprechend anheben und angleichen. So haben wir hier eine sehr ausgeglichene Wellenform und alles nur mit dieser wirklich ganz einfachen Standardeinstellung beim 1176. Hast du auch Standardeinstellungen bei irgendwelchen Plugins, die du immer benutzt auf irgendwelchen Instrumenten? Dann schreib sie uns doch mal unten in die Kommentare rein und vielleicht kann ich ja auch noch einiges davon mitnehmen und demnächst auch in meinen Werkzeuggürtel reinstecken und neue Standardeinstellungen für verschiedene Instrumente, verschiedene Kompressoren auch mit aufnehmen. Wäre ganz klasse, wenn wir da unten hier unter dem Video auch mal eine kleine Bibliothek davon aufschreiben können, welche Standardeinstellungen bei euch immer funktionieren. Ich freue mich drauf und würde mich auch freuen, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und hierzu.